Liebe Kraschule-Fans, ihr glaubt nicht, was heute passiert ist. Aber schaut einfach selbst. Gesundheit, Digga. Alter, wie fandest du das Video, wie Felix Chiara nachgemacht hat, Mann? Ich fand das richtig, richtig witzig. Welches Video? Hast du es nicht gesehen gehabt? Warte mal, ich zeig's dir. Hä? Der lebt nicht. Hey, warum klappt denn das nicht? Ja, Digga, du hast kein WLAN. Ja, kann doch nicht sein, Mann. Ich habe mich vor den Schul-WLAN eingeloggt. Warte mal, ich check mal die Einstellung. Ich habe auch kein WLAN. Digga. Ey, was ist denn das, Mann? Das Schul-WLAN ist weg, Alter. Ich bin auch nicht verbunden. Alter. Ey, habt ihr WLAN? Haben wir kein WLAN? Nee, ich hab kein WLAN. Mein Daten ist weg. Das ist meine Hausaufgabe. Ja, keine Ahnung. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Oh, ich hab kein Datenvolumen mehr. Frau von Wiesenauer? Nau, nicht Nauer. Kann ich vielleicht jetzt wieder mein Handy bekommen? Ist das dein Ernst? Ich glaube, ich habe mehr als deutlich gemacht, dass du dein Handy nach Schulschluss bekommst. Was hast du doch nicht verstanden? Es ist doch fast die sechste Stunde und sie können da bestimmt eine Ausnahme machen, oder? Nee, kann ich nicht. Ich denke, du hast dir heute genug geleistet. War dir direkt nicht deutlich genug? Erst hängelst du die ganze Zeit in meinem Unterricht mit dem Handy rum, dann ziehst du einem anderen Mitschüler das Handy ab und dann schwänzt du auch noch den Unterricht, nur um mit dem geliehenen Handy abzuhängen. Ich habe deine Eltern zwar noch nicht erreicht, aber ich werde es weiter versuchen. Boah, warum können sie nicht meine Eltern aus dem Spiel lassen? Ganz ehrlich, die haben genügend Probleme. Da brauchen sie sich auch nicht einzumischen. Danke, Josina. Wegen dir haben wir jetzt einen Dank. Hey Leute, was mache ich? Ich habe gar nichts gemacht. Hallo, beruhigt euch mal alle. Ein Tag kein WLAN und ihr macht so eine Welle, das ist echt traurig. Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Du glotzt nicht so dumm. Halt die Fresse. Toll. Das ist ganz schön frech für ihr Gesicht. Ja, super. Ihr merkt aber schon, dass es bescheuert ist, was ihr macht wegen WLAN, ne? Naja, im Grunde genommen war es schon Josies Schuld, dass die Steinmeier so hart durchgegriffen hat und das Schul-WLAN abgestellt hat. Aber ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht, das Josie ins Gesicht zu sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet um 17:10 Uhr RTL 2 ein. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.